Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Tele Blocher. Wir sind am Ort, wo wir letzte Woche waren, St. Gallen, immer noch. Wir haben über vieles geredet in den vergangenen Jahren. Auch immer wieder ein Namensgeber von dieser Sendung, nämlich Blocher-Prinzip. Das Buch haben wir rausgegeben, das erste Mal 2007. Jetzt ist es rausgekommen in einer achten, erweiterten Ausgabe. Es ist etwas anderes vorne drauf. He? Ja, hat vorne drauf hat der jetzt eine Schutzmaske an. Also der Smiley, das sind ja Sie, oder? Der Smiley, ja. Und Tele Blocher, wenn man das ist, der kommt ja das Smiley, aber ohne Schutzmaske. Aber jetzt haben wir ja müssen Schutzmasken anlegen, weil sonst hätte man gesagt, die tun sich über den Bundesrat wegsetzen. Also das Buch ist ja in dem Sinn Bundesrat geworden, ja. Aber die achte Auflage hat auch ein zusätzliches Kapitel, das ist ja nicht mein Buch. Geschrieben hat es da der Matthias Sacker, das ist der... Ja, gut, aber danke. Ja, gut. Mit Hilfe, ja. Es ist im Grunde noch ein Interview-Überführung und jetzt hier hat man angehängt, wie führt man eigentlich in der Krise. Weil das ist ja eine Krise, eine Pandemie. Und wie alle Krisen, es kommt plötzlich, es kommt unerwartet. Niemand denkt daran, was macht man eigentlich in so einer Situation. Und das ist hier behandelt. Und die erste, das ist ja ein Buch, das hat ja, ist ja ein Bestseller geworden. Ja, ist also die erste Auflage, 40.000 Mal verkauft. Und jetzt kommt die 8. Auflage. Und das hört dann nicht auf. Die Nachfrage ist ja gross, oder? Und ich komme immer noch Briefe über von Leuten, die das gelesen haben. Und zwar in Dankbarkeit. Und zwar nicht nur aus führungstheoretischer Sicht, sondern aus praktischer. Kleinunternehmer, wo mir sagen, ich führe jetzt nach dem Prinzip und habe viel mehr Erfolg. Hausfrauen, Frauen, die das Kind schauen, mit 4, für mich ist eine Hausfrau nicht eine abschätzige Sache, sondern die schauen der Familie. Und eine Mutter hat mir geschrieben, mit 4 Kindern, wo auch manchmal das Tagesablauf ein bisschen über den Kopf wachsen. Das gibt es ja nicht recht. Weiss, wo du, keine Zeit und so weiter. Seit ich das Buch gelesen habe, bewältige ich es viel besser. Sie schreiben, was man machen muss, dass man Zeit hat und so weiter. Wie wichtig das ist, was ein Auftrag ist. Ich gebe den Kindern heute Aufträge, so wie sie das gesagt haben. Und es klappt. Und dann gibt es aber auch ein Unternehmen, ein grosses Unternehmen, das ich gut kenne, das bei mir im Dienst war. Und dort habe ich auch das Führungsprinzip auch gepredigt und das Buch gelesen hat. Er sagt, ich führe nur nach dem Prinzip und ich habe so Erfolg und hat auch Erfolg, sichtbar. Und darum habe ich es gern gemacht. Also, man kann den Leuten etwas geben. Und es wirkt etwas, ist natürlich praktisch. Also vielleicht will man ganz kurz so sagen, wie gesagt, das Buch ist jetzt wieder erhältlich im Handel. Man kann es abstellen über OL Füssli, Amazon, Münster Verlag ist der Verlag. Und von der Struktur her ist es eigentlich ein traditionelles Blocher-Prinzip, wie wir es gemacht haben 2007. Und vorne haben wir ein aktualisiertes ein paar Kapitel angestellt. Ja, ja. Ausgehend von dieser ganzen Corona-Geschichte, von dieser Krise, gehen wir zu dem Thema Krise. Vielleicht jetzt einmal, wir haben jetzt das erlebt, wir haben das ja x-mal jetzt diskutiert, das Corona. Haben Sie viele solche Krisen erlebt in Ihrer Karriere? Ja, also, eine Pandemie habe ich noch nie erlebt, eine grosse. Es waren die kleineren Sachen, Hühnergrippe, wo man mehr gehört hat, dass es sei, oder? Dann, als Bub habe ich erlebt, Maul- und Klauenseuche. Das war auch schlimm gewesen, oder? Aber das sind so lokale Seuchen gewesen. So eine weltweite Pandemie, wie man sie jetzt kennt, habe ich noch nie erlebt. Aber Sie haben ja gleich mit Ems, wo ja auch im chinesischen Raum ist. Ja, natürlich. SARS und ja, Geschichte. Und jetzt muss ich sagen, in der Firma gibt es natürlich immer wieder Krisen. Zusammenbrüche, Finanzkrisen. Plötzlich, über Nacht, geht alles zusammen. Oder eine Grenze geht zu.
oder ein Krieg ist neimens und so weiter. Also wir sind natürlich mehr geschult über so eine Krisenbewältigung, weil wir auch mehr Erfahrungen haben. Und das hat man natürlich gemerkt, namentlich am Anfang in Bern, über die Krisenbewältigung, als das Bundesamt für Gesundheit ist einfach nicht führungsmässig dem nicht gewachsen gewesen. Das ist gar keine politische Frage. Was macht man in einer Krise? Das haben wir da innen dargelegt. Aber vielleicht muss man ja definieren, was ist eine Krise? Ja, wenn man es genau anschaut, kommt aus einem griechischen Wort Krisis und heisst im Grunde genommen Umbruch. Oder Wirklichkeitsumbruch ist es im Grunde genommen, oder? Hat stark mit dem Wort Wirklichkeit zu tun. Es läuft, die Wirklichkeit läuft nicht mehr so, wie man sich's gewohnt ist. Von dem Weg, wo man ist, wird man abgeschupft. Wir sind uns gewohnt gewesen, Sachen verkaufen in alle Länder. Plötzlich gehen die Grenzen zu. Man kann nicht mehr auf dem gewohnt, das ist ein Umbruch, oder? Oder plötzlich steckt man einander an. Du gehörst nicht mehr zueinander hin, musst eine Schutzmaske anlegen. Am Anfang haben sie die noch bestritten. Das ist dann eben das Kopflose in der Krise. Und wichtig ist in der Krise, ist, wie immer in der Führung, zuerst eine saubere Lagebeurteilung. Was läuft denn nicht mehr wie es sollte? Wie ist das? Was sind die Gefahren? Und dann ganz sorgfältig einen Entscheid treffen. Jetzt kommen wir grundsätzlich von der Problemlösung. Was ist eigentlich ein Problem? Und es wird dann alles ganz einfach. Ein Problem, das ist etwas, das sein sollte, gegenüber dem, was ist. Das ist eine rechnerische Größe. Soll minus ist. Und jetzt muss ich schauen, wie kann ich das wieder zusammenbringen. Dann verliert es da das Undurchsichtige. Da. Dann merkt man, aha, gut, jetzt muss ich da meine Rechnungsaufgabe lösen. Und dann kommt eine Strategie. Und sofort beim Wort Strategie muss man sagen, was ist das? Weil das wird da viel gebraucht. Das ist auch eine Blöfferei. Ja, die Strategie, ja, wir haben eine Strategie. Ich frage immer, wenn ich so Führungskurs gebe, ich mache das einmal. Machen Sie über die Führungskurs. Frage, wenn sie so 10 Teilnehmer hat oder 20, soll jeder mal sagen, was ist eine Strategie? Was ist eine Strategie? Kommen 10 verschiedene Definitionen über. Was ist denn eine Strategie? Strategie ist ein genauer Plan. Das Erste, also ein Plan. Ein genauer Plan zur Erreichung eines Zieles. Es braucht ein klares Ziel. Zur Erreichung eines Zieles unter Berücksichtigung aller Faktoren, die der Zielerreichung entgegenwirken können. Was könnte mich davon abbringen, das Ziel zu erreichen? Das habe nicht ich erfunden, die Definition. Ich habe am Anfang auch nicht gewusst, was das ist. In dem Fall muss man mal ein Wörterbuch anschauen. Und ich habe es im Duden gelesen. Zuerst habe ich es im Duden angeschaut. Was sagt der Duden, was eine Strategie ist? Und dann habe ich weitere konsultiert. Und dann wird es auf einmal einfach. Man muss wissen, was es ist. Und es ist ein genauer Plan. Und das ist natürlich nicht mehr so toll wie Strategie. Ich habe eine Strategie. Wenn man sagt, ich habe einen genauen Plan gemacht, dann wird es handfest, oder? Und die Leute dann nie überlegen, was könnte eigentlich passieren auf dem Weg dorthin. Wer könnte mir reinpfuschen? Zum Beispiel beim Unternehmen. Welche Konkurrenz könnte was machen? Wo hat es Entwicklungen, die dem entgegensprechen? Oder wir könnten, wie ist es mit dem Rohstoff, wenn ich ein Produkt mache, wo käme denn der Rohstoff auf? Was könnte dort passieren? Und so weiter. Und in der Politik, hier mit der Pandemie, muss man dann sagen, wieso ist denn die eigentlich gefährlich? Hat sich gleich abzeichnet, wie man eine Erfahrung hat von China. Die sind ja vorausgegangen. Wir sind ja so vorausgegangen, dass man heute diskutiert, ob es nicht dort in einem Labor etwas passiert ist. Was glauben Sie dort? Oder nicht.
Also ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass die also noch extra, muss da auch noch eine Verschwörungstheorie geben, die sagen, das sei extra gemacht worden, das glaube ich. Nein, es ist einfach entwichen. Ja. Das ist eine Fahrlässigkeit, ja, oder? Ja. Das weiß ich nicht. Also, aber es wäre möglich, es ist eigentlich, ja, aber es ist einmal, zunächst einmal gleich, wo es herkommt. Wo es von Fledermäusen kommt, wo sie sagen, oder ob es, weil die essen ja noch Fledermäuse, oder? Oder ob es aus einem Labor kommt oder nicht. Es ist jetzt da. Und man hat gemerkt, es ist ansteckend. Hat sich auch bis jetzt in diesen zwei Jahren gezeigt, es ist ansteckend. Und zweitens, es hat, kann schwere Wirkungen haben, tödliche. Und vor allem bei alten Leuten mit Vorschäden, also ja, ja. Vorerkrankungen, Herz, Lungen, Nieren und was da ist, und Blut und so weiter, Blutdruck und so weiter. Also, wenn man das mal herausfindet, das sind die Hauptsachen, muss man sagen, was kann man gegen Ansteckungen machen? Und wo steckt es an? Steckt es an, wenn man einander anlangt? Oder steckt es an, beim Schnaufen oder aus dem Maul oder beim Reden und so weiter. Da hat man also gemerkt, Maul und Nase, die muss man schützen. Und wie schützen wir die? Das weiss man in der Medizin. Die Ärzte haben ja die ganze Zeit, also normalen Zeiten. Mit dem Mundschutz da, ja, ja, genau. Und man ja. ist das auf dem Buch jetzt da, ja. vorne drauf. Das hat man am Anfang noch bestritten. Und jetzt kommen eben die Schlaumeiereien. Wenn man so etwas macht, muss man ganz rücksichtslos sein mit sich selber. Und sagen, wir müssen Masken anlegen. Und dann merkt man, wo man das Pandemiegesetz gemacht hat vor etwa 7 Jahren, hat man gesagt, wenn man das ansteckt, hat man müssen genugtägige Schutzmasken haben. Und jetzt kommt es aus, die Politik hat nicht gehandelt. Nicht fragen, wer ist jetzt schuld, sondern die sind nicht da. Und was macht die Politik zuerst? Sagt, das nützt nichts. Mhm. Zum Vertuschen, mhm. dass sie es nicht hatten. Und da muss man sagen, wer das führungsmässig bewältigen will, muss rücksichtslos sein gegenüber sich selber. Also sagen, hören, wir haben leider keine Maske. Aber das sagen Sie ja im Buch. Sie sagen, im Prinzip ist einfach der Fakt, wenn man jetzt das Beispiel nimmt, wir haben zu wenig Masken und jetzt muss man von dieser Situation ausgehen. Jawohl, ja. Jetzt ist die zu wenig Hämmer. Jetzt wollen wir auch nicht fragen, wer ist schuld. Wenn die Schuld wird später dann... Ja, das stimmt. Dann kann man noch... Solche Sachen klärt man dann nach dem Krieg ab. Nicht während dem Krieg, wo man da gegen die Pandemie führt, oder? Und dann... aber sagen, es nützt nichts oder es schadet sogar. Unsere eigene Tochter, die ja... von der Ems Chemie, die ja mit der ganzen Welt zu tut, auch mit China. Die hat früher gemerkt, es muss so sein. Die hat Masken beschafft. Und hat im Unternehmen früher empfohlen, nicht empfohlen, angeordnet, Masken tragen. Das ist der Schutz. Ein Abstand da, 1,5 Meter. Am Anfang hat man gesagt, 2 Meter. Das kann sein, dass man am Anfang vielleicht ein bisschen zu viel gesagt hat, macht ja nichts. Und das ist jetzt wichtig. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn wir das von den Leuten verlangen, kann ich jetzt doch nicht ins Parlament, wo alle zusammen sind und keine Maske tragen. Also trage ich die Maske. Dann war das also ein Delikt gewesen, ja. Hat allerdings die Präsidentin befohlen, ja, nein, es ist verboten, da eine Maske zu tragen. Dann hat sie rausgeschickt. Weil, so, das ist eben das kopflose Handeln, oder? Und am Schluss hat man dann, wo man es gemerkt hat, hat man dann gesagt, gut, nach 3-4 Wochen hat man gesagt, es müssen alle Masken tragen. Ja. Aber wenn man es gleich anschaut, das war vor 1,5 Jahren jetzt bald, es ist ja gleich noch relativ gut rausgekommen. Also die Wirtschaft ist in dem Sinne ja Sinn gut, nicht. Also wir haben, ich weiß nicht mehr, wie viele Tote in der Schweiz, etwa 10'000 Tote gehabt. Also das ist relativ gut. Also, wirtschaftlich meine ich jetzt, ja. Ja, also bis jetzt sind wir im Vergleich zu anderen Ländern. Im Vergleich, ja. Ja. Das ist in anderen Ländern auch so zugegangen, ja. Wie in der Schweiz, was ich auch nicht meine. Und was man viel zu lange offen gelassen hat, ist natürlich die Grenze. Wenn man natürlich sagt, das ist so ansteckend, kann man doch nicht aus diesen Gebieten, wo so starke Befall gehabt haben, die Leute einfach hier kommen lassen.
namentlich Voberitalien. Dort war es ja stark. Hat übrigens auch mit vielen Chinesen, die dort sind, das hat natürlich auch übertragen, das hätte man müssen zumachen. Wenn es einem ernst ist, hat man nicht gemacht. Warum? Ja, so eine Freizügigkeit. Man hat es nicht will verdienen mit den europäischen Ländern. Das sind dann alles so Nebenaffekte, die man macht, wie man es nicht konsequent durchführt. Aber der Druck, den man auf den Bundesrat gemacht hat, dass man also nicht, wo es dann quasi vorbei war, wo man übertrieben hat. Man hat ja den Anfang übertrieben. Also man hat ja gute Erfahrungen gehabt mit dem Restaurantbesuch, vier am Tisch, mit Masken, wenn du rumlaufst und so weiter. Hat man plötzlich wieder zugetan, alles zugetan. Und Vorschriften auch die Heim, ich meine, also nur eine gewisse Zahl. Also unser Sohn hat 7 Kinder, oder? Mit den Eltern zusammen gibt es ja 9, oder? Dann eigentlich hätte er nicht essen können mit 9 Kindern, mit 9 Personen. Dann geht er nicht. Ja, klar. Also, wo der dreht ist und so. Das ist dann alles übertrieben. Aber da hat der SOP auch gesagt, also, es geht nicht. Das sind so eine wahnsinnige Vorschriften. Und dann Wirtschaft, also Firmen zutun und Sportereignisse absagen, einfach durch den Bundesrat, also das ist dann, haben wir ja behandelt, das ist Diktatur. Und das ist mit einem sauberen Führungskonzept. Eben, ich würde sagen, wir tun ja nicht Corona aufarbeiten, sondern wir gehen von Corona aus. Wie verhalten das gilt für alle Krisen, oder? Genau. Also bei überraschenden Umbrüchen, wo es nicht mehr so läuft, wie es sollte, und dann, je nachdem, wie schwerwiegend das ist, aber der Führungsablauf, der ist ganz wichtig. Und den vergisst man gerne in der Krise. Man kann sich etwas am Kleinen anschauen. Also, eine Krise ist auch jetzt im Privatleben. Nehmen wir mal einen mit dem Auto hinten drin. Touch, Verkehrsunfall, klassischer Fall. Die Gefahr ist, nur mal beobachten. Die steigen beide aus und sagen einander wüst. Der Vater sagt wüst, der Hinter und der Hinter am Vorderen. Wir, du bist schuld. Jeder glaubt sich im Recht natürlich. Ja, natürlich. Und jeder hat noch eine andere Schilderung. Das ist ganz wichtig, dass man sagt, komm, wir fahren mal geschwind neben raus. Dann müssen wir überlegen. Wenn man das noch nicht kann, sagen wir, warten wir noch ein bisschen mit überlegen. Oder? Und wenn die Polizei kommt, die kann es dann hinter, die muss die Schuldfrage abklären. Aber es muss nicht unbedingt die Polizei kommen. Aber wichtig ist, sagen so, zuerst schauen, was ist. Was läuft nicht mehr, wie es sollte, das ist das Problem. Eben, das ist ja noch interessant. Sie sagen ja auch, es hat Moment gegeben, vor allem eben bei der Firma, wo sie wie überfordert sind. Und dann einfach mal müssen sagen, was ist da überhaupt los? Ja, es ist so, man ist überfordert. Auch wenn man mit der Möglichkeit von Krise rechnen muss, sonst wäre es keine Krise, wenn man nicht überfordert wäre am Anfang. Und die Gefahr ist immer, dass jeder handeln will. Und ich sage, bei jedem Unglücksfall, zum Beispiel in den Firmen, das gibt es ja, oder? Wenn einem jetzt etwas, ein Unglücksfall passiert, dann zuerst überlegen. Und gehen jetzt nicht in die Öffentlichkeit und sagen, es ist denn das und das gewesen, natürlich, dass man selber nicht schuld ist und so weiter. Nichts sagen jetzt. Warten, bis man es super abgeklärt hat. Und dann, wenn man sicher ist, informieren, was ist. Aber gleichzeitig auch sagen, wie gehen wir vor, um den Schaden zu vermindern oder um wieder auf ein normales Gleis zu kommen. Und das hat jetzt hier gefehlt. Bei allen sind dann im Moment überfordert. Das ist es so. Und es hat jetzt auch keinen Wert, wenn wir gehen, die Fehler alle aufdecken, weil wir müssen es einfach zur Zukunft richtig machen. Und man versucht jetzt wieder mit einem neuen Gesetz, das haben wir schon mal gemacht, schon zweimal gemacht, das Covid-Gesetz, oder? Dass man das in vernünftige Bahnen gibt, in den Abläufen wenigstens. Dass man die richtigen Leute fragt, wie man das geht. Und auch aufpassen, dass mit der Bewältigung der Krise das Bewährte nicht alles auf den Bock geht.
Also wenn einer sagt, der Firma, gut, jetzt machen wir eine ganz neue Führungsorganisation. Das ist die falsche Zeit, um so etwas Grundsätzliches zu machen. Oder da gibt es Leute, die sagen, ja, wir schaffen den Föderalismus ab, oder? Der kann tödlich sein, weil das ist, hört auf, das Bewährte in Frage stellen. Das kann man später immer noch machen, wenn man sieht, ist es ein Nachteil. Übrigens, da hat sich am Schluss herausgesetzt, dass es ein Vorteil war. Handeln müssen nämlich Kantone. Der Bund kann ja gar nicht handeln. Der hat doch kein Instrument. Mit was will er handeln? Kantone haben Instrumente. Die haben Spitäler, die haben Polizei. Der Bund hat doch keine Polizei. Also sie hat doch kleine Sicherheitspolizei, das ist ein kleines. Aber wenn es Bundesamt für Polizei gibt, handeln müssen Kantone. Und die haben den Überblick, das ist ganz wichtig, der Überblick. Und es gibt einen Wettbewerb. Das hat man da gut gesehen. Zum Beispiel der Kanton Graubünden ist ziemlich progressiv vorangegangen. Mit Massentests und so weiter. Und dann haben wir gefunden, der macht das. Ja, dann müssen wir mal schauen, vielleicht wäre das richtig. Ein anderer hat es so gemacht. Die haben viel weniger Fälle. Warum? Und so weiter. Und nicht alles meinen, wir müssen es zentral machen. Zentral hat nämlich den Nachteil, dass es keinen Wettbewerb mehr gibt. Was die befehlen, kann man nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Man hat doch keinen Vergleich. Also, nachlesen kann man das in diesem Buch. Interessant auch, aber das steht da Ihnen auch, dass eben viele Leute in einer Krise das Gefühl haben, sie müssen gerade handeln, dass sie sich nicht verlieren. Und sie sagen eigentlich das Gegenteil, dass man eigentlich das erste Mal überlegt. Wie gesagt, Blocher-Prinzip, 8. erweiterte Auflage, ab heute eigentlich wieder im Handeln erhältlich. Christoph Blocher, besten Dank, wünsche mir dem Buch auch den Erfolg, den es verdient, und wünsche Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.